Die Killer-Queen Susi Kentikian wird jetzt auch zur Werbe-Queen im neuen TV-Spot für die Milchschnitte. Wenn man wie ich eine Kämpferin ist und es täglich mit den unterschiedlichsten Gegnern zu tun hat, auch schon mal mit ziemlich unbequemen, die einen wirklich fertig machen wollen und sich mit allen Mitteln wehren, dann braucht man zwischendurch schon mal was, das nicht so reinhaut. Milchschnitte. Aus guten Zutaten und mit viel frischer Vollmilch gemacht. Ich habe die Milchschnitte immer schon gerne gegessen, so zwischendurch mal. Und dann, als man mir gesagt hat, ich mache den Werbespot für die Milchschnitte, da war ich erstens sehr überrascht und zweitens habe ich mich wahnsinnig gefreut. Im neuen Spot fühlt sich Susi Kentikian zu Hause, denn auch die Killer Queen kennt die alltäglichen Probleme einer Frau. Stöckelschuhe, in denen man nicht laufen kann und die ewige Frage, was ziehe ich an? Susi privat sozusagen. Es ist der Alltag, wie bei mir halt immer ist, wie ich morgens aufstehe und wie ich mich fertig mache, wie ich versuche, in einem Kleid reinzukommen. Also es ist so, ja, ganz witzig. Gar nicht witzig dagegen ist es für Susis Gegner im Ring, denn die Weltmeisterin ist in 26 Profikämpfen ungeschlagen und körperlich immer topfit. Sie lebt gesund. Als Sportler achte ich natürlich darauf, was ich esse, aber zwischendurch mal gönne ich mir auch was. Susi Kentikian, die Killer Queen aus Hamburg, demnächst vielleicht ja mit neuem Spitznamen. Auf der Straße, wenn die Leute mich immer, normalerweise, wenn sie mich erkennen, sagen sie immer, oh, da ist die Boxerin. Und jetzt denke ich mal, dass sie sagen werden, ja, da ist die Milchschnitte.